So Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und ich wurde mal wieder gefragt, ob ich nicht mal ein Video zum Rückenschwimmen mache. Und da habe ich mal festgestellt, es gibt ein ganz, ganz altes Video auf unserem Kanal, das Rückenschwimmen mit Doppelarmzug, das aber ein bisschen wenig Beachtung findet. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist eine sehr, sehr wichtige Übung, weil man mit diesem Rücken-Doppelarmzug oder Rücken-Gleichschlag eben zum einen eine hohe Schulterbeweglichkeit braucht, um hier zu ziehen, zack, und dass der Arm dann eben auch im Wasser bleibt und nicht übers Wasser wuscht. Und zum anderen kann man eben diesen Impuls, diese Impulsübertragung Übertragung in der Druckphase ans Wasser extrem geil trainieren. Und diesen Vortrieb, da merkt man richtig, was macht eine gute Druckphase aus, um voranzukommen. Und das zeige ich euch jetzt heute mal. Das heißt, wir schwimmen einfach Rücken, ganz normal Beinschlag, aber beide Arme ziehen gleichzeitig. Das heißt, ungefähr schulterbreit eintauchen, Wasser fassen, Zugphase, Druckphase. Ich weiß natürlich, ja, Schulterbeweglichkeit auch im Brustmuskel, gerade bei den Herren, immer ein bisschen eingeschränkt, aber versucht es. Und das Ganze kann man dann noch verstärken, indem man sich Fingerpedals anzieht, gerade im Anfängerbereich. Könnt ihr auch gerne mit Flossen arbeiten, aber wirklich A und O, achtet auf den Impuls, die beschleunigte Druckphase, den beschleunigten Armzug, gebt am Ende den Druck ans Wasser ab und so werdet ihr merken, ihr kommt mit diesem einen Armzug gut voran. Schaut einfach zu und macht sauber nach. Ja, sieht man wunderbar, man merkt es auch im Wasser, ganz wichtig. Ja, Schwimmen ist ja auch ein Sport, wo man das Gefühl braucht, um sich wohl zu fühlen. Und bei der Übung hat man wirklich das Gefühl einer guten Druckphase und macht es einfach nach. Ihr werdet sehen, geile Übung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr merkt es, ist auch, ist auch keine ganz einfache Übung, man muss kontinuierlich mit den Beinen arbeiten. Deshalb auch mein Tipp, macht es am Anfang 25 Meter, vielleicht 50 Meter, wiederholt es ein paar Mal und dann werdet ihr sehen, die Übung wird euch voranbringen. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.